Wir können theoretisch euch jetzt mal in die Rolle der Geheimdienstchefs schicken oder nochmal Ermittler. Ich glaube, ich würde mich nochmal beim Ermitteln sehen, muss ich sagen. Okay. Ich traue mich noch nicht. Wir gehen rein in eine neue Runde. Ihr habt Angst. Okay, ich bin excited, Leute. Ich bin excited. Oh Gott, ich habe Mihachu und Tamina als Wörter. Ich könnte jetzt Slay 2 machen. Slay 2. Aber Tim Horus ist dabei und wir sind die Slayers. Und Maluna ist auch dabei. New York. Das könnte man machen. New York. Empire State of Mind. Niki, wir machen das. Jo. Bin sehr zuversichtlich. Ich sehe die Wörter. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich ready. Okay, Maluna macht jetzt rund 12. Und damit kannst du die Runde direkt finishen. Hm, okay. Warte mal, ich bin rot! Oh. Ah. Ich hab die Blaue jetzt halt ausgesucht. Genau, von vorne anfangen. Oh. Oh Gott. Ah, ich dachte so, ey, ich mach jetzt Alicia Keys oder so und dann New York, Wolkenkratzer und so. Oder Queens. Ja, ich hatte Tamina und Nikki, ey. Wirklich. Okay, zurücksetzen. Ah. Sorry. Katastrophe. Ich habe mich schon gewundert, warum so im Augenwinkel. Ich habe so meinen, also ich gucke nicht in den Chat, aber ich habe trotzdem den Chat so neben mir und ich sehe so, wie der so runterrattert. Ich so, ist Amerika so falsch? Ich so, ich oh mein Gott. Rot. Oh mein Gott. So, ich bin rot. Genau, ich bin blau. So, richtig. Okay, diese Runde wird Katastrophe. Danke, Masat. Jetzt haben wir schlimme Wörter. Das war alles Teil meines diabolischen Plans. Ist wirklich so. Wir haben als Wörter Maluna Engel. Maluna ist ein Engel. Atlas. Atlas finde ich richtig schlimm. Saturn Feige, Seite, Heide, Läufer, Moos. Space. Astrologie. Ich glaube, ich habe jetzt ein Wort übrigens. Aber es könnte auch Katastrophe. Ach, oh Gott, ja, mach ich es jetzt. Vertraue deiner Intuition. Okay, wenn du das sagst, dann rein. Was? Okay. Ich Luna denke ich halt so Mond, Luna, Saturn, Atlas, Engel. Das könnte richtig schwer sein auch. Saturn, geil. Das ist schon doll. Ja. Ich habe ihr schon was zugemutet, ja. Vier Worte? Oh nein. Ich überlege halt an die Stretches so. Und was ich mir halt denke, ist halt irgendwie... Okay, das ist richtig dumm. Aber ich habe halt, also ich denke halt so, okay, Astrologie hat mit Glauben zu tun. Glauben und Kirche. Oh Gott, Glauben, no. Engel, Glauben, irgendwie Engel. Sowas. Oh, Engel wäre geil. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist halt zu stretched. Nee, ich glaube, ich mache nur Saturn dieses Mal. Und dann vielleicht, wenn ich nächstes Mal was nicht weiß. Ha, okay. Papst 3 haben wir, Kirche haben wir, Rom. Und ich würde Engel sagen. Oha, das Engel ist unser Wort. Team Blau, Team Blau. Nö. Ah, Engel war falsch. Ja, das war mein Wert. Ich mach mal Pflanze 3. Ich mach's erstmal einfach. Ey, ich merke, dass mein Hirn so weird ist, weil ich so, weil ich so richtig wilde Wörter manchmal schreiben will. So wie Kühlschrankschloss. Letzte Runde. Kühlschrankschloss 3. Let's go. Das ist es. Aber Tim, du hattest aber auch echt schwere Wörter gegeben, finde ich. Ja. Aber ich mache jetzt mal nicht so viele Nummern. Let's see. Pflanze, okay. Moos. Moos, Feige, Heide. Und dann vielleicht Feige, weil es auch eine Pflanze, also theoretisch. Schon, ja, schon. Und ist Heide nicht irgendwie... Heide, ja. Heide. Sie hat's. Niki, beste Team. Geil. Oh. Geil. Okay, geil. Okay. Let's go. Okay. Here we go. Let's go. Jetzt seid ihr unter Druck, oder? Ja, komplett. Die Wörter sind alle beschissen. Wie wäre Lexikon 2? Lexikon Seite und Atlas. Ist ein Atlas im Lexikon? Nee, Lexikon ist... Was ist ein Lexikon? Daisy, Prinzessin und Tamina. Mina. Shit. Ist das ein Reach? It's not a Reach. Das it's perfect. Okay, das ist schon mal safe. Ah, nice. Good job. 4-4. Es ist eine spannende Runde. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Leute, was ist euer Lieblings-Bubble-Tea? Alles mit Erdbeere. Ich mag immer diese so Kaffeesorte und so ein Shit. Ich mag es so, wenn es so fruity ist. Also ich habe noch nie so ein Bubble-Tea mit Milch oder so getrunken. Yeah. Fruity-Beste. Ja, ich mag immer so Kaffee, milchig, Schokolade. Ja. Ich habe zwei Varianten, Niki. Willst du die 1 oder die 2? 2. Okay, ich habe nur eine Variante, aber... Okay. Okay, alles klar. Hier. Schach. Okay, vielleicht kommt sie drauf.
Maluna Schach und Läufer, weil es eine Schachfigur ist. Ah, ich denke, wisst ihr? Das wäre insane, wäre das insane. Ja. Let's go. Ja! Let's go! Yeah, let's go! Das ist hin und her hier. Okay, Alter. Mazat hat jetzt die Möglichkeit, Tim Horus zu verbinden mit Riegel. Proteinriegel und so, ne? Seite Atlas, ich will irgendwas mit Geografie machen. Gibt es Geografiebücher oder sowas? Mal gucken. Oh mein Gott. Wenn jemand schon raus ist, bleibt ja nur noch ein anderer übrig. Ich denke an das Wort Katastrophe, weil das ist so... Oh mein Gott, das ist wirklich mein Wort. Das ist ja so süß, dass sie das wirklich mit mir identifiziert. So. Katastrophe ist mein Wort, Leute. Katastrophenrunde. Hier gehen wir erstmal hier rein. Ah, my bad. Also es ist unmöglich, die Wörter zu verbinden. Also wirklich. Manchmal hat man da auch einfach nur Scheiße, ey. Ich bin gespannt, was am Ende wird. Okay, ja, ich glaube, das ist einfach. Ich fand das gerade so sweet, als du gesagt hast, Katastrophe. Dem Horus. Ich so, ja, das wird mit mir identifiziert und so. Buchseite. Kommt sie drauf? Buchseite. Buchseite. Ja, also ich weiß, dass es das hier ist, auf jeden Fall. Let's go. She did it. Oh. Seite vielleicht, weil es ein Buch ist? Ja! Oha! Auge! Let's go! Niki und Tamina müssen jetzt einmal Geheimdienstchef machen. Na gut. Okay. Das wird lustig. Okay, ich bin sehr gespannt, Mazat. Was da jetzt... Das wird lustig, glaube ich. Ich darf nicht vergessen, dass ja auch noch andere Wörter drin sind. Ich gucke halt nur auf meine. Ja. Ich darf nicht vergessen, dass noch theoretisch andere Sachen erraten werden können. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ja, okay. Zauberer 2. Okay, Zauberer 2. Tor, Mond, Tor, Gabel, Mond, Lakritze, Hexe ist ein Zauberer. Stock braucht man zum Zaubern. Ausdruck Afrika, Aufzug, Stamm, Glocke, Bett, Königin, Morgenstern, Löwe, Krankenhaus, Burg, Quelle, Birne, Bar, Zoll, Flügel, Akt, Brücke, Washington. Es muss Hexe sein und es muss Stock sein. Ja! Yeah! Let's go! Nice. Let's go! Normalerweise, ich habe ja jetzt nicht viel nachgedacht, ne? Aber normalerweise ist es ganz oft so, dass ich das genau so spiele, aber es ist halt immer komplett reinfailed. So. Das ist, weil wir auf einer Wellenlänge sind. Ja, let's go! Das sind die ganzen Puzzle-Games, die wir gespielt haben. Ja, genau. Alle unsere Escape-Rooms, die wir auch durchgespielt haben, alle perfekt. Ja. Niki und ich haben nicht ein Escape-Room durchgespielt, wirklich. Mhm. Also Krankenhaus ist auf jeden Fall. Ob man da wirklich operiert. Operation ist ja auch sowas wie eine Aufgabe, Mazat, ne? Also Königin haben ja auch so Aufgaben und so. Hä? Bro is reaching. Operation. Ich bin der kleine Imposter. Jo, wirklich. Wieder hier am Gaslighten. ich beende. Keine Ahnung. Das zweite weiß ich nicht. Ich habe immer noch keine Umlaute. Okay. Ah. Dass ihr es wisst. Ich kann eigentlich schreiben. Okay, das ist eigentlich ein Regelverstoß. Weil es zwei Wörter sind. Weil es zwei Wörter sind, es nur eins sein darf. Oh, das wusste ich nicht. Aber. Achso, das merkt ihr jetzt auch für mich nochmal gut. Happens. Okay. Ich nehme einfach Gebäude oben als Dachgeschoss. Ist ja quasi das gleiche. Im Gebäude nach oben geht's mit dem Aufzug wahrscheinlich. Wenn ich jetzt fair bin, dann locke ich doch einfach nur eins ein, oder Mazat? Oder spiele ich das jetzt? Mach einmal. Okay. Gebäude oben. Ne? Also zwei Wörter könnte man jetzt getrennt betrachten. Einmal Gebäude. Burg vielleicht. Und oben. Oben würden natürlich mehrere Sachen passen. Aber ich denke, Niki meint eher so Gebäude oben halt. Im Gebäude oben oder so. Oder oberes Gebäude oder irgendwie so in die Richtung. Also wahrscheinlich Aufzug und Burg. Okay. Wir haben's. Nee! Ja! Was? Oh, der traurige Hund. Oh Mann. Der Hundi. Okay. Astrology. Okay, let's dann see. Ist Mond vielleicht doch. Oh. Okay. Oh. Never mind. Sorry. Alles gut. Es ist noch immer knapp. 7-6, hier ist noch nichts entschieden. Es ist noch nicht mal Halbzeit oder so. Sagt man das so im Fußball? Keine Ahnung. Okay. Die Brücke kann man überqueren. Ich überlege ja tatsächlich, das ist wahrscheinlich der übelste random Stretch, aber Gebäude oben. Was ist denn oben in einem Gebäude? In der Kirche ist oben eine Glocke. Okay, aber überqueren. Fuck. Mazat, was denkst du? Ich denke, mach mal Glocke. Okay, super. Dann gehe ich erstmal Brücke, dann Glocke.
Oha! 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 Oha, danke, Mazat. Kein Problem. Okay, okay, aber wir haben noch eins, das wir überqueren können. Als Kind so, wenn man so balanciert ist und so, Stamm überqueren? Ich überlege gerade. Als Niki noch ein kleines Kind war, hatte sie da mehr so a German Brain oder English Brain? Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr a German Brain. Das ist ja auch die Kunst, ne? Sich herein zu versetzen in den Geheimdienstchef, was der für einen Quatsch schreibt. Was ist, wenn es das schwarze Wort ist? Ich mach Raten beenden. Also ich von Astrologie hatte ich mir das schon vorgemerkt, halt. Deswegen, fürs nächste Mal kannst du dann schon andere Sachen nehmen. Ich glaube, mit gefährlich ist auch der Morgenstern und Löwe gemeint. Weil ich mir dachte, okay, wenn das Mond nicht ist, dann kommt nur Sternzeichen Löwe und Morgenstern, weil, keine Ahnung, Astrologie oder sowas in Frage. Yes. Ich überlege jetzt Let's noch, go. Was vielleicht das zweite Wort... Also in dem Fall hättest du quasi schon was anderes nehmen können und ich hätte das trotzdem genommen, sozusagen. Ja, das ist das, was ja wir... nicht, deswegen. Ja, genau. Das ist immer das Problem, man weiß ja nicht, was der Teammate macht dann. Na gut, raten werden. Landesanführer, die Königin! Ich wüsste nicht, was mit Landes gemeint sein könnte, wenn ich das jetzt so trennen würde. Anführer würde ich Königin oder auch Landesanführerin halt Königin. Sonst denke ich irgendwie an Washington oder Afrika. Vielleicht ein bisschen mehr Washington, weil es kleiner ist. Okay, Königin, Washington. Ja! What the fuck, Alter? Oha! Das habe ich aber auch nur hinbekommen, weil, weil in GeoGuessr habe ich mal irgendwie weirderweise gedacht, dass Afrika ein Land ist. Vielleicht, also vielleicht. Das habe ich jetzt gelernt. Oh. Auslandsbestellung. Was kann man denn noch bestellen? Zoll. Also den Zoll? Geil, Zoll. Okay, ich mach's einfach. Achso, es ist ja nur eins. Warte mal. Es ist nur ein Wort. Es könnte jetzt gefährlich werden. Weißt du was? Wir raten jetzt einfach durch. Weil. Ich mach jetzt vier Wörter und guck, was passiert. Gott. Was? Ich mach Bett. Ich darf nicht weitermachen. Doch, du kannst. Bild. Achso, ja, stimmt. Ein extra. Hä? Wie? Ehrlich gesagt war Operation noch im Gespräch vom ersten Mal, ob es vielleicht Bett sein könnte. Ja, aber das ist doch Birne. Operation an der Birne, Mazat. Gehirn. Das war Bett. Naja. Es war wirklich Bett, oh mein Gott. Ja. Ach so. Manchmal hat man am Ende auch so richtig Pech, dass Heben. Ein Heben wow, gehen. Holy shit. Okay. God damn. Oh mein Gott. Ich bin einfach gerade von Nikki's Thinking beeindruckt. Begeistert. Stamm heben, Quelle heben, Birne heben, Bar heben. In der Bar kann man ein Heben gehen, auf jeden Fall. Aber es ergibt Sinn, oder, Tamina? Voll. Aber ich würde niemals drauf kommen. Jetzt, wo ich sehe, so, ja klar. Aber wenn ich jetzt in der Position bin, ich würde hart verkacken, to be honest. Oh mein Gott, ihr könnt doch nicht sowas von meinen Augen sagen jetzt. oder von meinen Ohren. Hey, du schaffst das. What the fuck? Ich bin jetzt verunsichert, dank Tamina. I'm in your head. Wirklich? It worked out. Okay, in der Bar einheben gehen. Oh, nee! Katastrophe, wenn man Katzen hat. Scheiße. Zelle. Ja, okay, nee, passt perfekt. Ach so, Stammzelle. Oha. Ey, Niki, du musst gleich so ein Banger-Wort rausballern. Das, ich weiß es das nicht. Das musst du... Ich hab das Gefühl, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen kann. Okay. Überleg mal weiter, ich überleg auch. Als ob ich noch nicht überlegt hab! Ja, okay. Ich glaube, ich muss raten jetzt. Oh! Oh nein! Hab ich nicht beachtet. Es war Quelle. Ich dachte irgendwie Quelle des Lebens oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, Stammzelle, Quelle des Lebens. Aber heben von wegen... Wörter waren. Ja, Flügel heben und Gabel heben. Oh nein. Aber ich war halt nie drauf gekommen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe halt, nachdem du auf Tor geklickt hast, war ich so, oh Gott, das ergibt ja voll Sinn. Und ich habe sehr viel geachtet, als ich es eingeschrieben habe, weil ich an halt andere Zelle gedacht habe. Deswegen.